Meine Damen und Herren, heute beginnen wir also konkret über die Optik zu sprechen. Wir sind noch bei der Einführung, aber wir werden dann heute auch mit der geometrischen Optik dann weiter fortsetzen. Am Anfang der heutigen Vorlesung möchte ich noch kurz erwähnen, dass es natürlich ein wesentliches experimentelles Problem war, zu Anfang die Lichtgeschwindigkeit zu bestimmen. Und das geht also bis auf Galilei zurück. Der hat seinerzeit, wo man ja noch keine Ahnung hatte, wie schnell sich das Licht ausbreitet, mit einem Assistenten gemeinsam in Italien irgendwo ein Experiment durchgeführt, wo sich die beiden an zwei Berggipfeln in einer gewissen Distanz aufgestellt haben. Und einer hat eine Laterne dabei gehabt, die er dann kurzfristig geöffnet hat und wieder geschlossen. Und der auf dem anderen hat dann ebenfalls eine Laterne eingeschaltet, wenn das Licht dort kommt. Und dann hat der Erste wieder dann auf die Uhr schauen können, wie lang das Licht braucht. Aber das ist natürlich daneben gegangen. Man hat also dann natürlich nichts messen können. Und wesentlich anders war dann die erste konkrete Beobachtung der Lichtgeschwindigkeit. Die ist durch Olaf Römer erfolgt. Und zwar durch Beobachtung der Bewegung eines Mondes, des Jupiters. Und das hat auch eine interessante Geschichte. Der wollte gar nicht die Lichtgeschwindigkeit messen. Das ist ihm nur passiert. Der wollte an sich mit Hilfe des Jupitermondes, den er da, damals konnte man schon gut mit Fernrohren beobachten, der wollte diesen Jupitermond, der so in regelmäßigen Abständen immer wieder erscheint, als Uhr verwenden. Damit also die Schiffe auf hoher See eine gut funktionierende Uhr haben, weil die Pendeluhren der damaligen Zeit waren natürlich für die schwankenden Schiffe nichts. Und da hat er sich gedacht, das ist die Idee, der Jupitermond, der wird sicher sehr verlässlich funktionieren, nach dem können dann die Kapitäne ihre Zeit bestimmen und mit Zeitbestimmung kann man dann natürlich und Sonnenstand auch die geografische Länge festlegen, wo man ist, also das ist an sich eine sehr schlaue Idee. Und das hat er aber genau wie er ist, der Herr Römer, über eine längere Zeit beobachtet, ob denn das auch wirklich stimmt und hat sich herausgestellt, diese Uhr stimmt nicht. Die geht ein halbes Jahr nach und dann wieder ein halbes Jahr vor. Und zwar war das also sowas wie circa eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Das ist natürlich zu viel. So ungenau sollte es nicht sein. Und das war also eigentlich eine Enttäuschung und zunächst ein Fehlschlag. Aber dann war die Frage, wodurch kommt es dazu, dass diese Jupiteruhr ein halbes Jahr vorgeht und dann wieder ein halbes Jahr zurückgeht, wo doch der Jupiter weiß Gott wo ist und sich durch die Erde sicher nicht beeinflussen lässt. Und dann war eben die Interpretation, dass es daran liegt, dass die Erde sich also um die Sonne bewegt, weiter weg der Jupiter sich um die Sonne bewegt. Da ist also die Sonne als nebensächliches Ding in der Mitte gar nicht eingezeichnet, nicht? Und nur die Bewegung der Erde und des Jupiters und hier auch der Mond, der da um den Jupiter herumkreist. Und da kann man schon sehen, wenn man eine Situation hat, wenn die Erde gerade auf der dem Jupiter abgewandten Seite der Sonne sich befindet, dann ist es so, dass das Licht einen längeren Weg zurücklegen muss, als wenn die Erde der zugewendeten Seite nach einem halben Jahr sich hier befindet. Und das bedeutet, dass wenn man also diese regelmäßigen Erscheinungen eines bestimmten Mondes hinter dem Jupiter beobachtet, dass es also dazu innerhalb eines halben Jahres zu einer Verzögerung oder dann wieder Beschleunigung um die Zeit kommt, die das Licht braucht, um den Erdbahndurchmesser zu durchschreiten. Und den hat man schon auf andere Arten und Weisen damals einigermaßen bestimmen können und dadurch ist auf die Art und Weise die erste Abschätzung der Lichtgeschwindigkeit erfolgt. Und das war also schon in der richtigen Größenordnung und gar nicht so schlecht. Also eine sehr schlaue Sache, die aber eigentlich mit einem ganz anderen ursprünglichen Ziel verfolgt wurde. Sowas passiert oft, dass man sich irgendwas vornimmt, das geht nicht und dann geht was anders und das ist zum Teil sogar wichtiger als das, was man sich ursprünglich vorgenommen hat. Also nicht abschrecken lassen, wenn was nicht so geht, wie es ist, vielleicht ist es sogar besser. Also dem Olaf Römer ist jedenfalls sicher sein Platz in der Geschichte der Physik
dadurch sichergestellt worden, dass was passiert ist, was er sich so gar nicht vorgenommen hatte. Jedenfalls auf die Art und Weise ist es also möglich, die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes recht gut abzuschätzen. Immerhin, das Licht braucht ca. 8 Minuten, um von der Sonne zur Erde zu kommen, daher ist das 16 Minuten. Und da waren also die guten mechanischen Uhren damals schon gut genug, dass man das also genau überprüfen konnte, dass es da ein solches Delay gibt von 16 Minuten. Also es wären nicht gerade 16 genau damals gewesen sein, was gemessen wurde, aber jedenfalls konnte man dadurch die Lichtgeschwindigkeit schon recht gut bestimmen. Aber natürlich wollte man auch die Lichtgeschwindigkeit in Laborexperimenten bestimmen, und da ist also das erste diesbezügliche Laborexperiment das Experiment mit dem Zahnrad von Fizeau, wo also der experimentelle Aufbau im Wesentlichen so war, dass von einer Lichtquelle über einen halbdurchlässigen Spiegel, sprich eine Glasplatte, ein Lichtstrahl über eine relativ lange Messstrecke zu einem Spiegel geschickt wurde, wo der dann in sich reflektiert wurde und dann zurück zu einem Beobachtungsauge gelangt. Und der Punkt, um den es geht, ist, dass im Zuge dieser Messstrecke bald nach diesem halbdurchlässigen Spiegel ein Zahnrad eingebaut wurde. Und wenn man dieses Zahnrad dreht, dann wird also, wie man heute sagen würde, das Licht, der Lichtstrahl gepulst oder gechoppt, also in einzelne Teile zerlegt. Hell, dunkel, rechteckiges Signal. Und wenn aber da das Zahnrad sich mit einer genügend großen Winkelgeschwindigkeit dreht, dann wird das Licht auf dem Weg bis zum Spiegel und wieder zurück gerade eine solche Zeit brauchen, dass der nächste Zahn in die Quere kommt und es wird finster. Zwei wesentliche experimentelle Hindernisse gibt es hier. Einerseits muss man eine verhältnismäßig lange Messstrecke wählen und dadurch ist die Justage dieses ganzen Experimentes sehr schwierig, weil man ja doch sehr genau wieder dieses Zahnrad treffen muss. Und andererseits muss sich das Zahnrad doch auch relativ rasch drehen und es kommt auf eine verlässliche Bestimmung der Winkelgeschwindigkeit des Zahnrades an. Diese beiden Dinge sind natürlich eine technische Schwierigkeit damals gewesen, aber immerhin, man hat damals die Lichtgeschwindigkeit schon recht genau bestimmen können auf die Art und Weise. Das war so um die Mitte des 19. Jahrhunderts, also so 150 Jahre her jetzt. Und sehr bald danach ist dann die Drehspiegelmethode von Herrn Foucault, das sind alles Franzosen gewesen, die war damals also sehr stark drauf, was also die Beobachtung des Lichtes und überhaupt optische Phänomene betrifft. Fresnel ist auch ein Franzose gewesen, der sich sehr verdient gemacht hat um die Beugungs- und Interferenzerscheinungen. Also der Beitrag von Frankreich zur Optik in dieser Zeit damals war außerordentlich wichtig. Aber wie auch immer. Jedenfalls, diese Drehspiegelmethode dann, die haben Sie ja auch im Wintersemester in den Methoden gesehen, da konnte man dann die Lichtgeschwindigkeit schon auf wenige Prozent genau bestimmen und auf die Art und Weise hat man also diesen wichtigen Parameter sehr gut experimentell in den Griff bekommen. Was ich aber heute jetzt vor allem weiter besprechen möchte, ist, noch im Rahmen der Einführung in die Optik die Strahlungsmessung. Also das bedeutet, wie kann man quantitativ, mit welchen Größen kann man quantitativ die Stärke der Lichtstrahlung und optische Wellenfelder also charakterisieren. Letzten Endes geht es darum, dass bei der Ausstrahlung elektromagnetischer Wellen, also insbesondere auch bei der Ausstrahlung von Licht, ein Energietransport stattfindet. Eine Energieausstrahlung von Strahlungsquellen oder eine Energieeinstrahlung
auf beleuchtete, bestrahlte Oberflächen. Und die zentrale Größe, die in dem Zusammenhang wichtig ist, ist der Strahlungsfluss. Es wird damit der Energietransport beschrieben. Energietransport wird beschrieben mit Hilfe des sogenannten Strahlungsflusses. Und diesen Strahlungsfluss nennen wir Phi. Und dieses Phi, das ist wieder ein Phi mit Haxeln, so Flüsse haben wir ja immer mit Groß Phi bezeichnet, ist nichts anderes als dW nach dT, wobei W die Strahlungsenergie ist, die durch eine gewisse Fläche hindurchtritt. Strahlungsenergie, die durch eine Fläche hindurchtritt. Naja, wenn man also so eine Fläche aufzeichnet, dann hat man da irgendeine Querschnittsfläche und wenn da also Strahlung durch diese Querschnittsfläche hindurchtritt, die Fläche ist meinetwegen A, dann haben wir also eine entsprechende Strahlungsenergie, die im Laufe der Zeit durch diese Fläche hindurchtritt und der Strahlungsfluss ist jetzt die Energie, die pro Zeiteinheit durch diese Fläche hindurchtritt. Dementsprechend ist die Einheit des Strahlungsflusses einfach gleich Joule pro Sekunde oder Watt. Das ist also die wesentliche Ausgangsgröße für die Bestimmung für die ganze Strahlungsmessung. Alles baut auf diesem Strahlungsfluss auf. Und wir wollen jetzt als erstes uns der Situation zuwenden, dass wir eine Ausstrahlung von einer gewissen Strahlungsquelle Q aus betrachten. Von Strahlungsquelle Q. Quelle. Naja. Zunächst einmal wollen wir da gar nicht irgendwie besonders die Struktur und Ausdehnung dieser Strahlungsquelle beschreiben, sondern die kann ruhig als ungefähr punktförmig angenommen werden. Und das Erste, was wir dann hier definieren, ist, um diese Ausstrahlung zu charakterisieren, den abgestrahlten Fluss pro Raumwinkeleinheit. Pro Raumwinkeleinheit. Ja, da habe ich Ihnen ein Diagramm hier mitgebracht, das ich Ihnen da gleich auflegen möchte. Wenn Sie hier also die Strahlungsquelle Q haben, dann wird also in einen bestimmten Raumwinkel hier eine Strahlung ausgestrahlt. Der wird beschrieben durch eine Distanz R und eine Fläche dF. Der Raumwinkel d Omega ist definiert als dF durch R Quadrat. Das ist Ihnen bekannt. dF wird in Quadratmeter und R Quadrat in Quadratmeter angegeben. Der Raumwinkel ist also so wie der ebene Winkel, dimensionslos. Trotzdem, damit man weiß, wovon man spricht,
bezeichnet man die Einheit davon Sterrad oder Sterradiant als Einheit des Raumwinkels. Und wenn man also einen verhältnismäßig kleinen Raumwinkel wählt, so wie hier angedeutet mit dieser kleinen Fläche im Abstand R, dann wird damit auch eine Richtung festgelegt, so quasi die Achse dieses schmalen Kegels, der da hier diesen Raumwinkel d Omega beschreibt. Also einen solchen Raumwinkel wollen wir betrachten, in den hier also abgestrahlt wird und der abgestrahlte Fluss pro Raumwinkeleinheit, den bezeichnen wir jetzt also als d Phi. Das ist also ein Flusselement in das Element eines Raumwinkels hinein und das definieren wir uns jetzt hier als j mal d Omega, wobei Omega eben der Raumwinkel ist, in den abgestrahlt wird. Und das j, das nennen wir die Strahlungsstärke. Und diese Strahlungsstärke ist also der abgestrahlte Fluss pro Raumwinkeleinheit. Das ist die Strahlungsstärke, weil wenn die jetzt mit dem Raumwinkel d Omega multipliziert wird, kommt der Fluss heraus, der dann in diesen Raumwinkel abgestrahlt wird. Also wir schauen nach einer Größe, die diesen abgestrahlten Fluss pro Raumwinkeleinheit beschreiben kann. Und das ist diese Größe J, die Strahlungsstärke. Und man sieht also aus dieser Definition natürlich auch sofort, was die Einheit dieser Strahlungsstärke ist. So wie hier der Einheit des Flusses Phi, so ist die Einheit dieser Strahlungsstärke J, dann natürlich Fluss pro Raumwinkel, also Watt Steradiant hoch minus 1. Und wenn man also diese Größe mit dem jeweiligen differenziell kleinen Raumwinkel multipliziert, kriegt man den Fluss in diesen Raumwinkel hinein und damit auch eine Richtungsabhängigkeit. Diese Strahlungsstärke wird im Allgemeinen von der Richtung der Ausstrahlung abhängig sein und beschreibt daher auch diese Abhängigkeit der Ausstrahlung von der Richtung. Es kann ja sein, dass eine Strahlungsquelle auf einer Seite schwarz ist und nur auf der anderen Seite ausstrahlt. Das wird dann durch diese Strahlungsstärke eben festgelegt. Was besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang ist, man erkennt aufgrund dieser Definition sofort, dass natürlich damit ein endlicher Strahlungsfluss überhaupt ausgestrahlt werden kann, auch ein endlicher Raumwinkel erforderlich ist. Wenn Sie den Raumwinkel zu 0 machen, in den Raumwinkel 0 hinein, wird auch kein Strahlungsfluss abgestrahlt. Es kann schon sein, wie bei einem Laserstrahl, dass in einem sehr engen Raumwinkel bereits ein wesentlicher Strahlungsfluss gesendet wird, aber in den Raumwinkel 0 nicht. Also eine endliche Abstrahlung erfordert einen endlichen Raumwinkel. Das ist etwas, was man sich schon vor Augen halten muss, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht? Weil man hat natürlich gern bei irgendwelchen idealisierten optischen Anordnungen zum Beispiel ein absolut paralleles Strahlenbündel. So etwas gibt es nicht.
weil dann hätten sie ja Raumwinkel 0 und in den Raumwinkel 0 wird nichts abgestrahlt. Also eine gewisse endliche Raumwinkelgröße ist erforderlich, dass überhaupt endliche Energieabstrahlung stattfinden kann. Also diese Strahlungsstärke, die also den abgestrahlten Fluss pro Raumwinkeleinheit bezeichnet, die beschreibt die Ausstrahlung von einer Strahlungsquelle, deren räumliche Ausdehnung noch nicht besonders beschrieben wird. Aber jetzt wollen wir diese Strahlungsquelle als etwas Endliches, Großes, Makroskopisches ansehen. Denken Sie zum Beispiel an die Sonne. Also nur punktförmig ist wohl nicht sinnvoll, sie anzunehmen. Wenn man sie anschaut, man hat ja eine Scheibe, die man da sieht. Also es gibt da eine entsprechende Oberfläche, sogar ganz schön groß bei der Sonne, nicht? Von der aus Strahlung abgestrahlt wird. Also wollen wir als nächstes die Ausstrahlung von dem Flächenelement einer Strahlungsquelle anschauen. Ausstrahlung, schreiben wir so, Ausstrahlung von der Oberfläche einer endlichen Strahlungsquelle. Von der Oberfläche. Naja, und da werden wir uns jetzt anschauen, wie wird denn die Strahlungsstärke, die hier definierte Strahlungsstärke, pro senkrechte Querschnittsflächeneinheit ausschauen. Pro Dazu wieder ein Bild. Hier hatten wir eine kleine Strahlungsquelle und einen Raumwinkel. Hier betrachten wir jetzt eine endliche, ausgedehnte, strahlende Oberfläche, von der das Licht oder die Strahlung halt abgestrahlt wird. Das ist der Flächenvektor und in einer bestimmten Richtung gibt es jetzt wieder ein Raumwinkelelement in einem gewissen Winkel zur Senkrechten, wo dann eine entsprechende Strahlung von dieser strahlenden Oberfläche ausgesendet wird. Das ist jetzt die Situation, die wir betrachten. Und da können wir wieder dieses d phi, das in diesen Raumwinkel hier von der Fläche df aus abgestrahlt wird, ansetzen, analog wie hier. Wir schreiben jetzt dieses Defi aber an, so dass wir nicht nur die Raumwinkeleinheit, sondern auch die Flächeneinheit berücksichtigen. Wir schreiben hier ein B-Pfeil mal DF-Pfeil mal D-Omega, wobei das DF Pfeil, der senkrecht auf die ausstrahlende Fläche gelegene Flächenvektor ist und d Omega, das Raumwinkelelement, in das hier abgestrahlt wird. Das B hier in dieser Beziehung hier, das nennen wir in dem Fall hier dann die Strahlungsstärke und die Strahlungsstärke pro senkrechte Querschnittsflächeneinheit und daher die Strahlungsdichte. Also J ist die Strahlungsstärke und B ist die Strahlungsdichte. Und demgemäß ergibt sich auch ein einfacher Zusammenhang,
dass man also sieht, es geht darum, dass es jetzt nicht nur pro Raumwinkeleinheit, sondern auch pro Querschnittsflächeneinheit geht. Dementsprechend ist die Strahlungsdichte im Gegensatz zur Strahlungsstärke eine vektorielle Größe, weil man ja auch das Skalarprodukt mit dem Flächenvektor dieser strahlenden Oberfläche bilden muss. Wir kriegen natürlich hier auch wieder eine Dimension und da kann man schon sehen, das Phi ist ja wieder in Watt angegeben und so haben wir Watt pro Quadratmeter und Steradiant in dem Fall. Watt, Meter hoch minus 2, Sterad hoch minus 1. Also es ist wohl zwischen der Strahlungsstärke und der Strahlungsdichte zu unterscheiden. Bei der Strahlungsdichte ist noch der Bezug auf die Einheit der ausstrahlenden Fläche hier noch wichtig. Ja, und man kann also jetzt, wenn man das entsprechend umformt, auch schreiben, dieses d phi ist daher auch gleich, dieses bdf kann man ja ausschreiben, das ist einfach Skalar b mal Cosinus Theta mal df, wo Theta eben dieser Winkel ist, weil das Skalarprodukt ist das Produkt der Beträge mal dem Cosinus des eingeschlossenen Winkels dieser beiden Vektoren. Also b Cosinus Theta df und noch mal d Omega. Das ist, wenn man dieses b df ausschreibt als Betrag mal Cosinus des eingeschlossenen Winkels. Wenn Sie das jetzt mit dieser Beziehung vergleichen, da drinnen ist die neue Größe das B, aber hier steht je d Omega. Das heißt, diese Größe, die hier steht, das ist das je. Und man erhält damit auch den Zusammenhang zwischen je und B. Das je ist einfach B Cosinus Theta mal df. Es geht also darum, in welcher Richtung wird abgestrahlt und es geht um die Größe der ausstrahlenden Fläche, damit man also hier den Zusammenhang zwischen Strahlungsdichte B und der Strahlungsstärke J herstellen kann. Ich glaube, Sie sehen das sofort, wenn Sie diese beiden Gleichungen miteinander vergleichen. Als nächstes, und das ist also dann schon das Letzte, was für uns jetzt noch wichtig ist, wollen wir noch betrachten die Einstrahlung auf ein Flächenelement df in einem Strahlungsfeld. Also die Einstrahlung auf ein solches Flächenelement. Da war Ausstrahlung, da ist jetzt Einstrahlung. Auf Fläche, auf Oberfläche im Strahlungsfeld. Ich hoffe, Sie werden nicht den Eindruck gewinnen, das ist nur eine Pingelei und sowieso dasselbe. Ist es aber nicht, weil hier sprechen wir von so etwas wie die Ausstrahlung von der Sonnenoberfläche. Hier jetzt sprechen wir zum Beispiel über die Einstrahlung auf die Erdoberfläche. Das ist ja total andere Geschichte. Hier geht es darum, wie viel Strahlung in einer bestimmten Richtung von einer strahlenden Fläche ausgesendet wird. Und da geht es jetzt darum, wie viel Strahlungsenergie pro Zeiteinheit wird auf eine Fläche aufgestrahlt.
Na, das ist für uns Menschen da auf der Erde von wirklich vitaler Bedeutung. Wenn also diese Energiequelle wegfallen würde, könnte man uns nicht lang halten. Also das ist außerordentlich wichtig, dass diese Einstrahlung auch entsprechend beschrieben wird. Und eine solche Einstrahlung, die wird also dann beschrieben mit Hilfe eines Vektors D. In einer ähnlichen Weise, wie wir also das zuerst hier mit der Ausstrahlung gemacht haben. Nur jetzt haben wir eine Fläche F, auf die hier von unten eingezeichnet. Eine Einstrahlung erfolgt, den Vektor kann man aber hier weiterzeichnen, hat wieder den Flächenvektor und den Winkel Theta zwischen den Vektoren. Aber hier geht es um die Einstrahlung, die hier von unten gezeichnet ist, während wir hier die Ausstrahlung nach oben haben in eine Raumwinkeleinheit. Hier die Einstrahlung gezeichnet von unten auf eine bestrahlte Fläche dF. Und diese Situation können wir wieder mit Hilfe einer Größe, nämlich dem Fluss pro senkrechte Querschnittsflächeneinheit, darstellen. Das wird so geschrieben, dass wir also wieder so ein dΦ uns aufschreiben, so einen Fluss, das wir aber jetzt aufschreiben in der Form d Pfeil dF. Dieses D-Pfeil ist jetzt dieser Fluss pro senkrechte Querschnittsflächeneinheit, der dann noch mit dieser Fläche multipliziert werden muss, um eben dann wirklich den Fluss auf diese Fläche, den eingestrahlten Fluss, zu ergeben. Dieses D-Pfeil ist jetzt die Größe, die neu definiert ist, und das ist die sogenannte Intensität. Also Sie haben jetzt schon drei Größen, die alle wohl voneinander zu unterscheiden sind. Die Strahlungsstärke, die Strahlungsdichte, beides bezieht sich auf Ausstrahlungsvorgänge, während die Intensität einen Einstrahlungsvorgang auf eine, auf eine Fläche in einem Strahlungsfeld beschreibt. Und wir kriegen natürlich da sofort auch eine entsprechende Dimension für dieses D. Da sehen Sie ja, das ist einfach Watt pro Quadratmeter. Watt Meter hoch minus 2. Naja, und wir können auch hier wieder vergleichen die verschiedenen Beziehungen. Und da sehen Sie zum Beispiel, dass man dieses dΦ auch schreiben kann, wenn wir jetzt dieses Skalarprodukt entsprechend umformen. Das ist dann einfach gleich d mal Cosinus Theta mal dF. Betrag von D-Pfeil mal Betrag von dF mal Cosinus des eingeschlossenen Winkels. Also einfach wiederum nur verglichen mit dem, was wir hatten. Diese Größe hier, dieses D-Cosinus Theta, dem geben wir eine neue Bezeichnung und nennen sie die Bestrahlungsstärke. E gleich D mal Cosinus Theta ist die Bestrahlungsstärke. Wieso da der Cosinus Theta vorkommt, ist ganz klar. Wenn man senkrecht bestrahlt, dann ist Theta gleich 0, der Cosinus Theta gleich 1
und die Bestrahlungsstärke gleich der Intensität. Je schräger der Einfall auf die bestrahlte Oberfläche ist, desto größer wird Theta, im Extremfall Pi halbe oder 90 Grad. Der Kosinus von 90 ist 0. Und wenn das Licht, die Strahlung nur mehr streifend auffällt auf diese Fläche, dann wird also dieses D mal Cosinus Theta gleich 0 werden. Das heißt, obwohl die Intensität bleibt, was sie ist, wird die Bestrahlungsstärke dann 0. Das heißt, auch das ist eine wichtige Größe. Das unterscheidet Mittag von Sonnenuntergang. Je tiefer die Sonne sinkt, die wird ja nicht schwächer, sondern es wird nur der Einfallswinkel anders. Und dementsprechend ergibt sich dann, die Bestrahlungsstärke wird geringer wegen des flacheren Einfalls der Sonnenstrahlung. Und deswegen wird es halt am Abend dann im Allgemeinen kühler, während es zum Mittag am heißesten ist. Also diese Dinge haben schon eine sehr wichtige, praktische Bedeutung und sind daher auch gut voneinander zu unterscheiden. Und jetzt wollen wir ein wichtiges Gesetz auch noch besprechen. Das Ausstrahlungsgesetz von einer diffusen Oberfläche. Wenn man eine Oberfläche betrachtet, eine strahlende Ebene, und wir nehmen an, eine diffuse Abstrahlung dann bedeutet das, dass dann gilt, dass die Strahlungsstärke je, das ist die, die hier also die die Winkelabhängigkeit der Ausstrahlung von einer Strahlungsquelle beschreibt, dass die gleich ist einem festen je 0 mal Cosinus Theta. Das kann man sich auch wieder so klar machen, dass man eine solche Ebene betrachtet, von der ausgehend eine Abstrahlung in verschiedene Richtungen erfolgt. Hier ist die strahlende Ebene, hier die Senkrechte dazu. Der Winkel Theta hier gibt den Winkel zur Flächennormalen an und diese Abstrahlung ist so, dass also je nachdem, in welche Richtung man abstrahlt, die Strahlungsstärke je gleich einem je 0 für die senkrechte Abstrahlung mal Cosinus Theta ist. Und das bedeutet auch, dass man, wenn man das so wie Vektoren aufträgt, die Strahlungsstärke, die ja nur ein Skalar ist, die Länge dieser Vektoren, mit herannahen an 90 Grad immer kleiner wird und letzten Endes dann eben bei 90 Grad gleich 0 wird. Wenn also eine Abstrahlung so erfolgt, spricht man von diffuser Abstrahlung und das entsprechende Gesetz, das so aussieht, ist das sogenannte Lambert-Gesetz. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen, ist es so? Strahlt eine diffuse Fläche wirklich so ab, dass die Strahlungsstärke gerade mit dem Cosinus geht? Naja, da kann man sich zum Beispiel die Strahlungsdichte jetzt berechnen. Die Strahlungsdichte für einen derartigen diffusen Strahler.
Na, das geht, weil wir haben ja hier einen Zusammenhang zwischen der Strahlungsstärke und der Strahlungsdichte. Die Strahlungsdichte B sind ja lauter skalare Größen da, je durch Cosinus Theta df. Naja, und dann schauen wir einmal nach, was da herauskommt. Das J ist J0 mal Cosinus Theta. Das ist J0 mal Cosinus Theta durch Cosinus Theta df. Und Sie sehen, es fällt hier die Winkelabhängigkeit heraus. Und diese Strahlungsdichte wird winkelunabhängig. Und das, meine Damen und Herren, tritt tatsächlich bei einem ganz wichtigen strahlenden Körper auf, nämlich bei der Sonne. Wenn Sie sich die Sonnenscheibe anschauen und auch wenn man das quantitativ nachmisst mit entsprechenden astronomischen quantitativen Geräten, dann findet man mit guter Genauigkeit, nicht ganz, aber sehr nahezu, dass die Strahlungsdichte über den ganzen beobachteten Querschnitt der Sonne konstant bleibt. Und das liegt an dieser Winkelabhängigkeit beim Lambert-Gesetz. Dadurch ergibt es sich, dass die kosinusförmige Abhängigkeit bei der Abstrahlung im Zusammenhang mit dem hier auftretenden Kosinus, der den Zusammenhang zwischen J und B herstellt, gerade so wegfällt, dass insgesamt dann die ganze Strahlungsdichte konstant bleibt und die Sonnenscheibe weitgehend einheitlich aussieht. Ansonsten könnte man damit rechnen, dass die Sonnenscheibe unterschiedlich hell ist, ob man in der Mitte oder ob man den Rand der Sonnenscheibe betrachtet. Also Sie sehen, die Sonne ist in guter Näherung ein diffuser Strahler. Dieses Lambert-Gesetz beschreibt also etwa das Verhalten der Abstrahlung von der Sonne in guter Näherung. Also so viel zu der Definition der verschiedenen optischen Größen für die quantitative Beschreibung. Jetzt ist allerdings noch etwas hinzuzufügen. Und das möchte ich auch noch mit Ihnen besprechen, bevor wir dann zur geometrischen Optik übergehen. Und das ist, das eine sind die physikalischen Abstrahlungsgrößen, also da haben wir ja schon gehabt den Fluss und die Strahlungsstärke, also den sollte ich da auch noch entsprechend aus systematischen Gründen unterstreichen. Strahlungsfluss, Strahlungsstärke, Strahlungsdichte und Intensität, die alle sind aufgebaut auf der Definition des Strahlungsflusses als Energietransport pro Zeiteinheit, sind also objektive Energiegrößen. Aber uns als Menschen interessiert natürlich insbesondere auch, wie sehen wir denn die Strahlung? Und da spielt natürlich eine wesentliche Rolle nicht nur die Strahlungsenergie, sondern auch die Sensitivität des Auges. Also beispielsweise ein Infrarotstrahler kann erhebliche Strahlungsleistungen erzielen, aber Sie sehen es nicht, weil man im Infrarot nichts sieht. Und in vielen Fällen geht es darum, jedenfalls bei der sogenannten Photometrie, das ist also dann diejenige Messmethode, wo man dann die physiologischen Beobachtungsgrößen des menschlichen Auges betrachtet, geht es darum, wie kann man also den physiologischen Lichteindruck quantifizieren. Man definiert also analog dazu
zu diesen Energiegrößen, die mit den Menschen an sich gar nichts zu tun haben und die also aufbauen auf der Strahlungsleistung oder dem Strahlungsfluss, der in Watt gegeben ist. Definiert man sich also analog physiologische Größen. Das wurde ursprünglich ziemlich empirisch gemacht, indem man halt über eine große Population von Leuten gemittelt hat und dann halt versucht hat, verschiedene Strahlungsquellen miteinander in Beziehung zu setzen und zu vergleichen. Etwas genauer geht das dann, wenn man eine mittlere spektrale Empfindlichkeitskurve des menschlichen Auges betrachtet. Aber das wollen wir nicht im Einzelnen durchführen, sondern ich schreibe Ihnen diese Situation nur auf. Bei den physiologisch definierten Größen berücksichtigt man Berücksichtigung der spektralen Empfindlichkeitskurve des menschlichen Auges. Na, da muss man also ein Standardauge hernehmen. Das heißt, wieder einen Mittelwert von vielen Leuten, bei denen halt diese spektrale Empfindlichkeitskurve gemessen wird. Die hat ein Maximum bei ca. 555 Nanometer. Das ist so im Gelbgrün. Dort ist das Auge am empfindlichsten. Und aufgrund dessen wird dann also werden die physiologischen Größen festgelegt. Und ich möchte also hier das nicht im größeren Detail mit Ihnen besprechen, obwohl es nicht unwichtig ist, zu beschreiben, was man und wie viel man eigentlich sieht. Im Prinzip nur, um Ihnen jetzt einmal die entsprechenden Größen mit ihren Bezeichnungen nahezubringen und auch die zugehörigen Einheiten. Also das, was wir bisher unter Strahlungsfluss verstanden haben, dem entspricht jetzt bei den physiologischen Größen der Lichtstrom. Und der wird in Lumen angegeben, abgekürzt LM. Also das entspricht dem Strahlungsfluss, was da oben in Watt angegeben wird, wird hier beim Lichtstrom in Lumen angegeben. Naja, dann gibt es als nächstes die Strahlungsstärke, die wir da oben definiert haben. Das entspricht jetzt bei den physiologischen Größen dann der Lichtstärke. Und diese Lichtstärke wird noch immer entsprechend einer etwas überkommenen Einheit als Candela oder Candela bezeichnet. CD, Candela. Wobei ich dann unten noch angeben werde, wie die Lumen und Candela und so weiter miteinander zusammenhängen. Das ergibt sich ganz klarerweise, so wie da die Watt und die Watt pro Steradiant miteinander zusammenhängen. So ist also das natürlich gleich Lumen pro Steradiant. Naja, und das nächste, was wir da oben haben, ist die Strahlungsdichte B. Dichte, der entspricht dann bei den physiologischen Größen die Leuchtdichte. Und das ist dann natürlich, so wie man da oben noch bei der Strahlungsdichte pro Quadratmeter dazu haben, ist die gegeben in Candela pro
Quadratmeter, die Leuchtdichte. Naja, und dann letztlich haben wir noch Intensität und Bestrahlungsstärke. Die Intensität, das ist also die, die da hier herüben dann noch definiert wurde, das D-Pfeil, dem entspricht also dann bei den physiologischen Größen ebenfalls die Intensität. Man hat sich da nichts Neues einfallen lassen. Und diese Intensität wird dann entsprechend wieder mit einer eigenen Einheit bezeichnet, Lux, Lumen, Candela und Lux sind da die entsprechenden Einheiten. Und als letztes, das haben wir da unten noch, die Bestrahlungsstärke, die hat natürlich die gleiche Einheit, E und D, weil da nur der Cosinus dazwischen ist, aber doch ist sie eben eine wesentlich andere Größe, weil sie eben noch vom Winkel abhängig ist. Und diese Bestrahlungsstärke, der entspricht also dann bei den physiologischen Größen der Beleuchtungsstärke. Und wird daher auch in Lux angegeben. Naja, und diese Größe ist insbesondere wichtig, wenn man irgendwelche Beleuchtungskörper charakterisieren möchte. Welche Beleuchtung kann dadurch bei irgendeiner Fläche erzielt werden? Das wird dann in Lux angegeben. Naja, die Grundeinheit ist das Candela oder Candela, so ist es in den SI, im SI-System festgelegt. Die Grundeinheit ist Candela oder CD, Candela. Und dieses Candela ist also gleich Lumen pro Steradiant. Naja, es ist zwischen Strahlungsfluss und Strahlungsstärke. Da sehen Sie ja, dass die Strahlungsstärke Watt pro Steradiant ist. So ist hier Lumen pro Steradiant, das Candela. Das Candela ist aber die definierte Größe. Naja, und das Lux, wenn wir das auch noch schreiben, also das Candela ist Lumen pro Steradiant. Andererseits, das Lux, das tritt uns hier auf bei der Intensität. Da haben wir das Lux. Und das ist dann definiert entsprechend als Lumen pro Quadratmeter. Lumen, Meter hoch minus 2. So wie wir da oben ja Watt pro Quadratmeter hatten. Diese Zusammenhänge müssen ja in gleicher Weise sich ergeben. Und für eine Wellenlänge, das ist die heutige praktische Definition, für eine Wellenlänge des Lichtes von 555 Nanometer, also circa ein halbes Mikrometer, wie wir ja so allgemein gesagt haben, im gelb-grünen, da gilt dann, dass das Candela so definiert ist, dass also, das Lux definiert man sich so, dass ein Watt pro Quadratmeter definiert ist, als 683 Lux. Und aus dem ergeben sich alle anderen Größen dann für diese Wellenlänge. Und ansonsten muss man die spektrale Empfindlichkeitskurve des Auges berücksichtigen. Also ein Watt pro Quadratmeter
entspricht dann bei dieser Wellenlänge 683 Lux und daraus ergeben sich die Lumen und ergibt sich das Candela. In etwas früherer Zeit hat man dieses Candela mit einer bestimmten Normalkerze definiert, aber das ist viel zu ungenau. Also auf die Art und Weise kann man die Strahlung quantitativ beschreiben und auch die physiologische Wirkung der optischen Strahlung kann mit den entsprechenden Größen beschrieben werden. Ich weiß, dass das keine besonders aufregende Geschichte ist, aber Sie sollten doch als Physiker auch einmal etwas davon gehört haben, was eine Strahlungsstärke, eine Strahlungsdichte und eine Intensität ist, dass das lauter unterschiedliche Größen sind. Man neigt dazu, das eh als dasselbe darzustellen. Aber Sie sehen, es gibt da schon deutliche Unterschiede und Zusammenhänge miteinander. Und wenn man quantitativ Lichtstrahlungsflüsse messen möchte, dann kommt es darauf an, welche konkrete Größe man dann jeweils verwendet. Jetzt, gerade um 12 Uhr, beginnen wir damit jetzt aber mit dem zweiten Punkt der Optik, und zwar mit der geometrischen Optik. Und hier wollen wir zunächst einmal ein paar wesentliche Grundlagen besprechen. Also die linearen Dimensionen sind groß gegen die Wellenlänge des Lichtes, jetzt angenommen in diesem Kapitel, sodass also die Wellenlänge hier keinen maßgeblichen Einfluss hat. Naja, und wir können als erstes einmal beschreiben, wie stellt man jetzt eine Kugelwelle und wie stellt man eine ebene Welle dar in der geometrischen Optik. Zum Beispiel einmal die Kugelwelle. Da haben wir einerseits natürlich im Wellenbild der Optik eine von einem Zentrum ausgehende Aufeinanderfolge von konzentrischen Kreisen und dem entspricht aber in der Strahlenoptik dann ein Strahlenbüschel. Und dieses Strahlenbüschel geht also von demselben Zentrum aus und da gehen also dann Lichtstrahlen nach allen Richtungen weg, die senkrecht stehen auf diese Wellenfronten, die ich im Wellenbild hier angezeichnet habe. Also sowas nennt man ein Strahlenbüschel und es entspricht der Ausbreitung einer Kugelwelle. Und andererseits kann man also auch eine ebene Welle bezeichnen und beschreiben. Bei einer ebenen Welle ist es so, dass man also so parallel sich in einer Richtung ausbreitende Wellenfronten hat und diese ebene Welle wird dann im Sprachgebrauch der geometrischen Optik beschrieben als ein Strahlenbündel. Und das bedeutet so parallel laufende Lichtstrahlen. Das ist also ein Strahlenbündel. Und diese Lichtstrahlen, die man so aufzeichnet, können also generell dargestellt werden als Fortpflanzungswege der Lichtenergie. Fortpflanzungswege der Lichtenergie.
Nun, eine geometrisch-optische Anordnung hatten wir bereits einmal kurz besprochen im Zusammenhang mit der geradlinigen Lichtausbreitung. Und auf diese Anordnung werden wir jetzt noch einmal zu sprechen kommen, weil wir wollen grundsätzlich über eine optische Abbildung sprechen. Bei der also einem leuchtenden Gegenstand ein entsprechendes Bild entspricht. Diese optische Abbildung kann man mit der Ihnen schon bekannten Lochkamera in besonders einfacher Weise durchführen. Das wollen wir uns jetzt noch einmal konkret anschauen. Wenn man so eine Lochkamera betrachtet, zeichnen wir uns da mal die unvermeidliche optische Achse an und dann gibt es bei dieser Lochkamera im Wesentlichen eine wichtige Stelle, nämlich das Loch. Zum Beispiel hier. Das macht die Lochkamera aus. Und dann natürlich einen Schirm, wo ein Bild entstehen kann. Und wenn man also da jetzt einen Gegenstand betrachtet, dessen Größe wir mit groß G bezeichnen und der sich im Abstand klein g der Gegenstandsweite von diesem abbildenden Loch im Abstand angeordnet ist, dann sehen Sie natürlich, dass sich an der Stelle des Schirmes ein Bild bildet mit Bildgröße b, das sich im Abstand klein b der Bildweite befindet. Also Sie haben hier mehrere wichtige Größen. Gegenstandsgröße und Bildgröße, Gegenstandsweite und Bildweite. Das sind Dinge, die auch in weiterer Folge für uns von großer Bedeutung sein werden. Na, bei der Lochkamera ist hier natürlich die Abbildungsgleichung, die sich ergibt, sofort durch die Ähnlichkeit dieser beiden Dreiecke gegeben. Beide sind rechtwinkelige Dreiecke und sie haben einen Winkel gemeinsam. Daher sind sie ähnlich. Daher muss gelten, wegen Ähnlichkeit, dass das klein b zu groß, das groß b zum groß g gleich sein muss dem klein b zu dem klein g und auf die Art und Weise haben wir hier eine Abbildungsgleichung und dieses b zu g, das nennen wir auch den Abbildungsmaßstab Gamma. Das wird auch weiterhin so bezeichnet werden. B zu G, groß B zu groß G, die Bildgröße zur Gegenstandsgröße. Das ist der sogenannte Abbildungsmaßstab und man erhält auch ein sogenanntes reelles Bild, weil dieses Bild ja tatsächlich auf einem Bildschirm entsteht. Und diese Situation, die können wir uns auch tatsächlich ansehen, wenn wir das bitte einmal in die Kamera bringen. Dann sehen Sie also hier so eine Anordnung, wo die Gegenstandsweite und die Bildweite gleich groß sind und Sie sehen dann hier auch, dass der Gegenstand und das Bild gleich groß erscheinen. Und wenn ich jetzt diese Bedingungen ändere, indem ich zum Beispiel da hier die Gegenstandsweite verkleinere,
dann sehen Sie, dass jetzt die Gegenstandsweite kleiner als die Bildweite wird und damit auch der Gegenstand kleiner als das Bild, beziehungsweise das Bild größer als der Gegenstand wird. Sie können hier diese Proportionalität unmittelbar an diesem Experiment sichtbar machen. Danke Ihnen schön, Herr Litschauer. Das werden wir nicht mehr brauchen. Und damit sehen Sie also so die Urform einer optischen Abbildung, die wir hier wieder anhand der Lochkamera klar machen konnten. Und das nächste, was wir in der geometrischen Optik besprechen wollen, das ist die Reflexion an Spiegeln. Und da werden wir zunächst einmal, um mit dieser Reflexion möglichst einfach beginnen zu können, die Reflexion an einem ebenen Spiegel betrachten. Na, das ist sehr einfach dargestellt. Wir betrachten also hier einen liegenden, ebenen Spiegel und wir haben eine punktförmige Lichtquelle an der Stelle P1 und dann wird also hier eine Reflexion auftreten, sodass dann beim Punkt P2, das habe ich nicht so gern, der Strahl wieder herauskommt und die Frage ist, wie wird diese Reflexion erfolgen? An der Stelle R wird da ein Strahl reflektiert. Es gibt natürlich da wieder das Lot auf diesen Spiegel. Und um das sich klar zu machen, kann man insbesondere eines unserer Prinzipe anwenden, das Fermatsche Prinzip. Würde ein Strahl dann etwa so verlaufen zu diesem Punkt P2, dann zeigt sich gleich, dass dieser Strahl dann einen größeren Weg zurücklegt und eine längere Zeit brauchen wird. Das Fermatsche Prinzip sagt ja aus, dass sich das Licht stets längs eines Weges ausbreitet, wo es die kürzeste Zeit benötigt. Und das ist dort der Fall, wo diese beiden Winkel hier gleich groß sind, also der Einfallswinkel ist gleich dem Ausfallswinkel. Das ist der entscheidende Punkt, der das Reflexionsgesetz beschreibt. Und das kann man sich also auch ganz leicht mit einer Maxima-Minima-Analyse anschauen, indem man diese Wege halt ausrechnet mit also ein paar rechtwinkeligen Dreiecken und dann schaut, wo der Weg minimal wird. Und der ist natürlich dort minimal, wo das Reflexionsgesetz gilt. Also das Reflexionsgesetz lässt sich unmittelbar aus dem Fermatschen Prinzip herleiten. Und diese Reflexion können wir uns auch im Experiment ansehen. Dazu haben wir hier einen Aufbau mit der sogenannten Hartl-Scheibe. Diese Hartl-Scheibe kann man verwenden, um verschiedene optische Vorgänge deutlich sichtbar zu machen. Und als erstes schauen wir uns also mit Hilfe der Hartl-Scheibe die Reflexion an einem Spiegel an. Und da sieht man also, wenn der Spiegel hier senkrecht auf den einfallenden Lichtstrahl ist, dann wird er in sich reflektiert. Kann man das Ganze drehen? Ja. Und wenn man nun einen anderen Winkel einstellt, dann sieht man, dass der reflektierte und der einfallende Strahl den gleichen Winkel einschließen, zum Beispiel hier in beiden Fällen 10 Grad oder hier 20 Grad. Und Sie haben hier eine unmittelbare experimentelle Illustration zur Gültigkeit
des Reflexionsgesetzes. Da kommen Sie also erstmals mit dieser Hartl-Scheibe in Berührung. Wir werden die noch mehrfach benutzen, um dann auch die Reflexion an gekrümmten Hohlspiegeln oder Konvexspiegeln zu betrachten und dann auch die Ausbreitung von Lichtstrahlen durch Glasplatten und durch Linsen. Für all dies eignet sich sehr gut die Hartl-Scheibe. Hier zeigt sie uns also den grundsätzlichen Verlauf bei der Reflexion des Lichtes an einem ebenen Spiegel. Vielen Dank. Und abschließend möchte ich also noch, wo wir jetzt wissen, wie diese Reflexion erfolgt, uns auch anschauen, wie also mit Hilfe der Reflexion eine Abbildung hergestellt werden kann. Abbildung durch einen ebenen Spiegel. Naja, wir haben sogar mit der Lochkamera eine Abbildung hergestellt. Mit dem Spiegel geht das ähnlich. Da bauen wir hier senkrecht einen solchen ebenen Spiegel auf und dann wollen wir also da an einer gewissen Stelle in einem gewissen Abstand von dem Spiegel einen Gegenstand anbringen und da wird es jetzt so sein, dass dieser Gegenstand entsprechend ein Bild zur Folge hat. Weil man kann zum Beispiel den Strahl betrachten, der da im gleichen Winkel wieder heruntergeht und dann etwa einen anderen Strahl, der also dann da weiter herunter verläuft und wieder in gleichem Winkel dann reflektiert wird. Und Sie werden sich denken, da wird ja keine Abbildung draus. Weil hier die Strahlen ja divergent verlaufen. Wenn man aber hier sich ein Auge vorstellt, das alle diese Strahlen beobachtet, dann vermeint dieses Auge zu beobachten den Punkt, von dem diese Strahlen alle herkommen. Und der Punkt, von dem die alle herkommen, liegt da hinten. Und dementsprechend haben wir auf der anderen Seite im gleichen Abstand wie der Gegenstand von diesem ebenen Spiegel das Bild. Aber dieses Bild ist jetzt im Gegensatz zu diesem reellen Bild ein virtuelles Bild. Weil ja dieses Bild nicht tatsächlich von Lichtstrahlen durchsetzt wird, das sind ja nur nach hinten extrapolierte Lichtstrahlen. Daher kann man so ein Bild auch nicht auf einem Schirm auffangen. Aber man sieht es doch, wie jeder weiß, wenn man sich in den Spiegel schaut. Aber das ist ja ein interessantes Experiment, was man mit Affen durchgeführt hat. Wenn man denen also einen Spiegel in den Käfig stellt, dann schauen die zuerst ganz verdutzt und dann schauen sie also, wo da hinter dem Spiegel also wirklich das Spiegelbild ist. Weil es eben ein virtuelles Bild ist, findet man es nicht. In dem Fall gilt also offensichtlich Bildgröße gleich Gegenstandsgröße und auch Bildweite gleich Gegenstandsweite. Na, einfacher geht es nicht. Und das Gamma gleich B zu G ist gleich 1. Na, so einfach bleibt die Optik aber nicht. Wir haben ja gerade erst begonnen, über die Optik zu sprechen. Wir werden also morgen ist noch ein Tag, es ist noch Donnerstag, beginnen, über die Reflexion an sphärischen Spiegeln zu sprechen. Und da werden Sie sehen, das ist schon wesentlich interessanter. Und daraus kann man schon nützliche optische Instrumente herstellen. Danke.